Nach der Wiederholungswahl in Berlin erlebt die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey nach eigenen Worten im Moment Hass und Hetze aus bestimmten Lagern, die ich so noch nicht kannte. Das sagte die SPD-Landesvorsitzende in einem Interview dem Portal Zeit Online. Nur weil ich es wage, als Zweitplatzierte in der laufenden Legislatur weiter mit meinen bisherigen Koalitionspartnern zu sprechen und zu arbeiten, bis ein neuer Senat vereidigt sein wird. Plötzlich werde ihre Legitimation in den sozialen Netzwerken und auch in manchen Medien in Frage gestellt, obwohl genau das nach der Verfassung meine Pflicht ist. Das finde sie wirklich schlimm. Giffey sieht demnach eine wachsende Verachtung gegenüber Menschen, die sich politisch engagieren. Man hat mitunter den Eindruck, Politikern könne man heute jede Beleidigung, jeden Hass und jede Hetze einfach an den Kopf werfen. Bei der Wiederholungswahl in Berlin war die CDU die mit Abstand stärkste Partei geworden. Die SPD landete nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen knapp vor den Grünen.